Herzlich willkommen auf dem Kanal von Vision eDrive zu diesem neuen Video. Endlich Montag. Heute ein ganz spannendes, aber auch sehr tragisches Thema, muss ich sagen. Also bleibt dabei, los geht es nach dem Intro. Heute will ich euch zuerst aber Danke sagen für 800 Abos auf YouTube. Ja, mittlerweile können wir fast jede Woche um montags jeweils euch Danke sagen für ein neues Abo-Ziel, das wir erreicht haben. Mittlerweile sind wir also über 800 Abonnementen. Wenn ihr noch nicht dazu gehört, dann könnt ihr den Kanal natürlich abonnieren, indem ihr hier unten das Symbol drückt, unser Logo drückt, dann wird der Kanal abonniert oder halt auch am Schluss. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen großen Support, der ihr uns stetig bietet. Und natürlich sind wir da auch sehr motiviert, um eben so genauso weiterzumachen. Ja, ich habe es vor dem Intro gesagt, ein spannendes, aber auch sehr tragisches Thema, kann man so sagen. Und das hat seine Gründe natürlich. Es geht vor allem heute um die Sicherheit und es ist in den Medien, vor allem in den deutschen Medien zurzeit wirklich geht es rauf und runter das Thema. Es geht um den chinesischen Autohersteller, die das Auto Shuda SA01 eben zugelassen haben. Soweit mal nichts Spezielles, denn es gibt ja diverse chinesische Autos, die jetzt auch in den europäischen Markt einfließen. Natürlich bekannt ist der iWays U5, der wirklich sehr, sehr gut daherkommt und sehr, sehr gut ist und der auch dieses Jahr wirklich ein heißer Kandidat wird, um eben richtig gut durch die Decke zu gehen. Aber es gibt halt eben auch dann die anderen. Der Shuda SA01 kommt von einem chinesischen Unternehmen, das seit 10 Jahren auf dem Markt ist und der wird für einen Spottpreis verkauft, nämlich für ein bisschen was über 10.000 Euro, wenn man die Buffer-Prämie also bereits abgezogen hat. Und ganz wichtig, das Auto wird in der Schweiz noch nicht verkauft. Warum? Ihr seht es später. Zugelassen wurde das Auto in der Europäischen Union auch in einer Kleinserie, das heißt 1000 Fahrzeuge dürfen in einer Kleinserie zugelassen werden. Die Zulassung dementsprechend benötigt weniger Sicherheitstests bzw. gar keine Sicherheitstests und dementsprechend kommt das Auto also auch mit diversen Mängeln eben daher. Der ADAC hat dann also das Auto gekauft, hat das Auto getestet, hat das Auto auch an seine Grenzen, die doch sehr schnell eintreffen, eben gebracht. Und es wurde da zum Beispiel festgestellt, dass bis zu 70, also bereits ab 70 km/h das Auto bereits, wenn man da so um die Pylonen rumfährt, da bereits zu schlittern, zu drehen sich beginnt. Normalerweise werden die Tests mit 90 gemacht, also nicht mal das konnte er. Er hat keine ESP, er hat auch keine Airbags und das ist dann auch das nächste Problem, was aufgetaucht ist. Das Auto wurde dann auch in einem Crashtest unterzogen und die ADAC ist ja wirklich bekannt für diese sehr, sehr guten Crashtests. Man muss auch an dieser Stelle klar erwähnen, es geht jetzt hier nicht mal unbedingt jetzt um die Elektromobilität oder nicht. Es geht wirklich einzig und alleine darum, ein Auto, das zugelassen wurde, effektiv in der Europäischen Union zugelassen wurde, weist eine solche dermaßen Mängel auf, dass es eigentlich nicht mehr feierlich ist. Ich blende euch hier mal den Crashtest ein, der ist von der ADAC-Seite sowie auch der ganze Bericht wie immer natürlich in der Videobeschreibung unten verlinkt zum selbst nochmal nachlesen und nachschauen. Also wir sehen jetzt hier den Crashtest, wie das Auto da gegen die Wand sozusagen fährt. Ihr seht es jetzt auch eingeblendet. Ja, ich denke, man muss kein großer Held sein, um erkennen, dass das natürlich extrem gravierende Folgen hat für die Insassen. Ich blende euch hier mal kurz eine Grafik ein, wie es dann eben die Insasse betreffen würde, wenn da effektiv reale Menschen drin sitzen würden. Das ist doch ziemlich bedenklich, kann man so sagen. Es ist auch so, dass zum Beispiel das Problem auch dann für die Retter natürlich gegeben ist, gerade auch weil die Batterie eben nicht wie sonst üblich bei den E-Autos eben im Unterboden verbaut ist, um einen guten Schwerpunkt eben zu garantieren, sondern nein, die ist vorne verbaut, also unter der Motorhaube quasi. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn das Auto einen Frontalaufprall hat, wird er zusammengequetscht und kann dann durchaus auch eben noch beschädigt werden, was dann für die Retter, die dann kommen und die Personen aus dem Auto zu schneiden, eben dann noch gefährlich werden kann. Der Crashtest an sich ist mal sicherlich ganz haarsträubend, es ist aber auch sonst noch riesig große Mängel, die eben da bestehen, gerade auch bei der Fahrdynamik. Also wir haben zum Beispiel einen exorbitanten Bremsweg von über 41 Meter von 100 auf 0. Der ist zum Beispiel beim Opel Corsa oder beim Opel e-Corsa deutlich kürzer, fast 10 Meter kürzer. Und im Test von der ADAC, wo sie den Test gemacht haben, hatten sie auch eine nasse Straße eben angefunden, haben damit beschleunigt und das hat da wirklich fast nur immer durchgedreht. Also naja, ich weiß nicht so recht.
Das ist mal so zum Auto generell, und dennoch bei der Elektromobilität kommt natürlich noch dazu, dass die ganze Ladetechnik halt eben auch noch sehr, ich sage mal, mangelhaft ist. Also wir haben da 3 kW AC-Ladung und wir haben 22 kW DC. Es steht jetzt im Bericht nicht, wie der DC daherkommt, ob das CHAdeMO ist, ob es CCS ist, das steht jetzt im Bericht nicht drin. Spielt aber jetzt auch für die weitere Betrachtung auch überhaupt keine Rolle, weil das Auto hat gröbere Probleme auch mit der Kommunikation unserer europäischen Ladesäulen. Das heißt, man kriegt da auch noch Probleme beim Laden dazu. Und der Akku wäre eigentlich noch angemessen gut. 40 Kilowattstunden netto sind nicht so schlecht, wie ich finde. Aber wenn das nicht geht zum Laden und wenn man da wirklich mehr Probleme hat als sonst, dann ist es eben dann wirklich schon schwierig. Ja, jetzt fragt euch natürlich, warum wir das Auto denn überhaupt zugelassen, wenn es solche Mängel eben hat und auch solche Probleme mit sich bringt. Das ist wirklich so. Es gibt eine Regel in der Europäischen Union, wie die Autos zugelassen werden eben. Und da gibt es eben so ein kleines Schlupfloch, wo man eben durchschlüpfen kann, dass bei einer kleinen Serie eben diese Tests nicht notwendig sind. Das heißt, die Crash-Tests werden gar nicht erst gemacht und dementsprechend braucht es auch keine Airbags. Und wenn es eben keine Airbags braucht, dann weiß man eben auch nicht, wie die Personen dann zu Schaden kommen, wenn man seitdem dann wirklich mal testet, wie das eben der ADAC gemacht hat. Da dürfen, wie gesagt, schon 1000 Fahrzeuge dürfen da jeweils zugelassen werden. Es ist aber ganz klar so geregelt, dass eben das Schlupfloch eigentlich nicht dazu dienen sollte, um solche Autos in den Markt reinzubringen und nur um diese Tests quasi zu umgehen, die natürlich sicherheitsrelevant sind, sondern das wäre wirklich nur gedacht für Fahrzeuge, die nicht in einer größeren Serie hergestellt werden, damit man da relativ schnell die Zulassung eben kriegt. Ja, kurz zusammengefasst, das Auto ist, man kann es so sagen, ein totaler Reinfall. Man kann aber auch sagen, dass die Innenausstattung des Autos, jetzt was die Technik anbelangt, auch was die Konnektivität anbelangt, nicht mal so schlecht daherkommen wird. Also das muss man auch ganz klar erwähnen. Aber halt das andere ist natürlich extrem viel wichtiger und das ist jedes Display ist da natürlich im Verhältnis absoluter irrelevant sozusagen, wenn man die Sicherheit aufgrund eben dessen Themen eigentlich hergibt. Ja, was sind unsere Meinung dazu? Ich kann nur sagen, wir sind schockiert und wir sind auch extrem traurig, dass solche Autos tatsächlich auch eben in den Verkehr zugelassen werden können. In der Schweiz ist es nicht der Fall, denn wir sind nicht in der EU, also müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Natürlich ist es ein sehr attraktives Angebot, wenn man für knapp 10.000, ein bisschen mehr als 10.000 Euro halt will, wirklich ein Auto kriegt mit 40 Kilowattstunden Batterie, ja. Was ich am meisten bedenklich finde, ist eigentlich, dass das Auto auch noch eine Pufferprämie erhält. Denn das Auto kostet eigentlich oder würde eigentlich knapp 20.000 Euro kosten. Und erst nach Abzug dieser Prämie ist es halt eben dann der Preis, den es eben hat zurzeit. Und ich finde, das ist doch schon sehr bedenklich, wenn man für ein solches Auto, das nachweislich diese Mängel eben hat, dann noch eine Prämie einführt und eigentlich den Bürger noch anregt, hey, kauf es doch. Das ist ganz schwach und das kann ich sagen, das ist wirklich ein Armutszeugnis für dieses System. Ich kann nur sagen, ich bin Gott froh, dass es in der Schweiz eben nicht zugelassen ist. Und es macht natürlich auch für die Elektromobilität eben keine Werbung. Wenn man schon bei jedem kleinsten Bericht, was irgendwie schlecht für die E-Mobilität sein könnte, halt ein virales Thema quasi macht, dann haben natürlich diese Themen, die wirklich sicherheitsrelevant sind, dann überhaupt keinen Platz mehr in diesem Bereich. Und deswegen sollte man da definitiv die Finger davon lassen. Kann ich nur empfehlen, kauft das Auto auf keinen Fall. Denn es gibt immer so einen Unterschied, billig und günstig. Und günstige Autos sind voll okay, aber das ist wirklich nur ein billiges Auto, das sich schlecht verarbeitet hat, keine Sicherheitssysteme drin, hat auch keinen Gurtstraffer drin, der bei einem Aufprall noch schützen würde. Also auf jeden Fall, lasst die Finger davon, ist überhaupt keine Kaufempfehlung von uns. Ja, denn wir sind der Meinung, bei der Sicherheit darf nicht gespart werden und dann sollte man auch durchaus halt auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein Auto, das wenigstens sicher daherkommt. Und dann nimmt man halt vielleicht auch ein bisschen weniger Reichweite halt dann in Kauf, dass man für den gleichen Preis ein gleichwertiges Fahrzeug eben kriegt. Denn ich will nur kurz an dieser Stelle erwähnen, zum Beispiel der Twingo oder auch die Seat Mii Electric zum Beispiel und diese ganzen Drillinge, die leider nicht mehr gebaut werden, die kommen nicht viel teurer daher und die haben einiges deutlich mehr Sicherheit. Und ebenfalls vor allem sind die auch noch in Europa gebaut worden. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, dann bedanke ich mich sicher mal fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Es ist ein wichtiges Thema. Das soll auch erwähnt werden und soll auch wirklich in die breite Masse hinausgetragen werden. Man muss auch, und wir sind auch der Meinung, Elektromobilität muss gefördert werden, definitiv.
soll auch den Platz kriegen in der Welt, absolut, aber nicht, wenn man solche Autos bringt. Dann geht es auf dem Kanal weiter, denn wir wissen natürlich, am Montag schauen wir hier was noch ein bisschen in die Glaskugel, was denn auf dem Kanal als nächstes veröffentlicht wird. Und ich weiß, wir haben immer wieder mal vom Fiat 500 Elektro gesprochen, den wir fahren werden. Das ist hier nach wie vor so. Wir haben aber durch das Wetter, das ja bei uns jetzt doch einiges an Schnee hingeworfen hat, auch noch etwas dazwischen schieben können oder fast schon wollen. Denn wir haben natürlich den Hyundai Kona im Schnee getestet, in Davos oben. Das ist sehr gut angekommen, das Video auch bei euch, hat sehr viele Aufrufe bereits gekriegt in dieser kurzen Zeit. Und dementsprechend haben wir eben gedacht, wir wollen das Ganze nochmals ein bisschen detaillierter eben anschauen, gerade auch im Vergleich zu einem Heckantrieb. Und von daher freut euch auf jeden Fall auf den kommenden Freitag, da testen wir nämlich den ID.3 gegen den Hyundai Kona im Schnee. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, und dann wünsche ich euch einfach eine ganz schöne Woche. Macht es auf jeden Fall gut, bleibt gesund, hoffe ihr habt bereits heute einen guten Arbeitstag gehabt, und ansonsten einfach würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal wieder weiter. Bis dann, macht's gut und tschüss miteinander.